Euro dafür, dass die Sonne untergeht? Oder war? Du hast recht. Da sind ein paar mehr, da sind ein paar mehr Gebäude noch dabei. Aber bei Snowfall sind da Gebäude dabei? Mann, das hatte ich mir sogar mal irgendwann auf die Wunschliste. Am 29. November 2016. Ich habe das auf die Wunschliste gesetzt. Guck mal, das habe ich! In Bibliothek! Das habe ich gekauft, weil wegen Mucke, ne? Das ist das doch, oder? Ja, ja, genau. Aber ich glaube, du darfst es trotzdem nicht spielen, weil wenn du streamst, oder? Ist das nicht dasselbe, dasselbe rechte Problem, oder? Dass Ernst? Die Musik geschützt wird, also geschützter wird als das Spiel? Snowfall ist nicht nur Schnee, das Sonne? Ist ein Winter-DLC. Ja, aber was passiert da, außer dass es Schnee kommt? Wir können es ja mal anklicken. Manche bezahlen 500 Euro, um in die Berge zu fahren, nur weil es da schneit. Hat er recht. Gut, es stimmt. Es stimmt aber. Oh. Okay, das ist da, glaube ich, doch ein wenig mehr. Wir können es uns ja mal anschauen. Mit Mucke. Das ist ein bisschen mehr als nur, dass es schneit. Nur deswegen kaufst du es jetzt. Der Rest ist total egal. Du kannst Stadien bauen. Du kannst die Schneeflocke einzeln kreieren. Völlig egal. Jahrelang haben Designer daran gearbeitet. Oh, guck mal, der Vogel hat ein Mützchen auf. Kauf ich! Nee. Deshalb, irgendwo ist sie halt doch ein Mädchen dann, ne? Fertig. So. Was haben wir hier noch? Ein paar Bilder haben wir noch? Ja, irgendwo, wenn man tief genug gräbt. Haben wir noch ein paar. Moment, ein paar Bilder gibt es, ist richtig. Steht auch in der Beschreibung unten. Steht in der Beschreibung unten. Da gab es eine Beschreibung. Oh mein Gott, da war Text. Wir haben Scheißendreck, lesen! Snowfall ist die zweite Erweiterung zu Cities Skyline, dem preisgekrönten Städtebauspiel von Colossal Order. In Snowfall sind die Städte dank des neuen Wettersystems schneebedeckt oder glänzen im Regen, während ihre Expertise durch Herausforderungen auf die Probe gestellt wird, die sich aus den sinkenden Temperaturen ergeben. Schneeflüge räumen die Straße, Heizsysteme arbeiten in den Häusern und neue Straßenbahnen transportieren die Bürger durch die Stadt, die sie über ein verbessertes Interface für den öffentlichen Nahverkehr. Rage. Steuern. All diese neuen Funktionen werden Sie als Spieler auf den Beinen halten. Oh, dann muss ich das haben. Während Ihre Stadt dank neuer Wettergrafik im Schnee glänzen. Dieser Winter bringt folgende Inhalte. Regen und Nebel. Super, Nebel geht einem gar nicht auf den Sack, wenn man da baut. Übrigens, danke. Nee. Super, danke für extra Nebel. Bitte mehr. Toll. Endstation Sehnsucht. Redaktion für den Nahverkehr, darunter eine nun optimierte Verwaltung, bestehender Linie hinzu kommt von den Fans geforderte Straßenbahnsystem. Oh ja, bitte noch mehr Bahnen. Flügen für alle. Das finde ich schon wieder lustig. Nein, insgesamt glaube ich, ist das sehr cool. Ich glaube, das ist sehr cool. City Skylines After Dark. Was kann das denn dann? Dann ist das bestimmt auch gar nicht mal einfach nur, geht die Sonne unter? Sondern wahrscheinlich geht die Sonne schräg unter oder so. Vorsicht! Nicht erschrecken. Das kann, Well, you're here and that's great. We're all stoked for your visit. Our fair city is just as you left it. Or is it? In a hurry? Don't worry. We'll jump in a taxi and check out our beaches, crisp, clean and relaxing. Try our beach bars and stools. There are fish you can fish for. Ride around on a jet ski if that's what you wish for. And once that's all done, when you've seen every sight, why, just wait till you check out our city at night. Here it comes, there it goes, all the lights are appearing, all sparkly and twinkly and bright and endearing. Try the pub or the club, the
gym for a run. Give bowling a whirl if that strikes you as fun. We've got parks to sind wir? Cafés for daters, restaurants and waiters, new ports for freighters, museums employing the greater curators. But I'm sure you'll have fun here. My word you can mark. So welcome to our city. It's fun. Tja, das Schlimme ist ja. Das Schlimme ist ja tatsächlich, dass bis jetzt alle, an die ich mich gewandt habe, gesagt haben, ja, du bist halt noch zu klein, was ich auch verstehen kann. Und dann versuche ich dann immer zu erklären, ich sitze in einem Haus, an dem gehen allein am Wochenende ein paar tausend Leute hier vorbei. Die sehen das live und die sehen das nach draußen. Und das können die sich halt alle nicht vorstellen. Danach kriege ich nie eine Antwort, weil die wahrscheinlich gar nicht wissen, was das heißen soll. Ja, ja, aber das ist halt, was halt immer wieder ist. Du hast nicht so und so viele Klicks auf Instagram, deswegen unterstützen wir dich nicht. Ist ja okay, kann ich auch verstehen. So läuft das ja nun mal. Aber das gibt's halt nicht normalerweise. Das hat ja keiner. Ne? Aber das raffen die nicht. Und wenn die beiden Fensterscheiben fertig gemacht werden, was glaubst du, was dann passiert? Was wird dann noch gemacht? Naja, ich darf das selber entscheiden. Ja. Und ich werde da zwei Sachen, also ich überlege, ob ich hier auch noch einen Fernseher, wenn ich irgendwie den auftreiben kann, hinhänge, damit man halt auch das zeigen kann nach draußen. Und da halt ein Schaufenster, das man wechseln kann, was angestrahlt wird, wo halt Künstler auch was reinstellen können. Oder wo ein Text durchlaufen kann oder wie auch immer. Aber das ist auch wieder egal. So, das. Allein schon wegen der kann ich nicht mehr aussprechen jetzt, was die da geschrieben hat. So, jetzt muss ich mir aber mal kurz das angucken, weil das habe ich ja. Ist das... This is the relaxation. Stich ja quasi das auch jetzt. Songs for when you just want to chill. Sophisticated Ensagers. Ansagers. Nicht davon Ansager. Da ist aber jetzt nichts Besonderes bei. Coming up, we've got a few of my favorite tracks, including one I heard on. Ich habe sie weggetanzt, hast du gemerkt? Mein natürlicher Charme, ich fange an zu tanzen, Frauen. Mit Geräuschen. Abgang. So ist mein Leben übrigens. Also bis jetzt hauen die Beats mich nicht vom Hocker. Gut, dass ich mir das gekauft habe. The Relaxation Station. Music for cool birds. Like the Mag. Like a man. Damn. So, ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hören könnt. Okay. Das Mikro geht aus. Ab und zu mal, ich bin jetzt mal... Es pisst aber sowas von... Warte mal, ich mach mal den... Meine Kinder sind mitten im Krugerpark. Im Ernst? Ja. Ich mach mal das Fenster auf. Ich mach mal den Chat aus, wollte ich sagen. Hier, guck mal. Könnt ihr das sehen irgendwie? So ganz irgendwie so ein bisschen? Halt lieber das Mikro raus, da kriegen sie es mehr mit. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Alter Falter. Und Vater ist mit beiden Kids im Krugerpark. Alter Falter. Aber meine Kinder sind zum Glück nicht aus Zucker. Ja, das stimmt übrigens. So. Also Tina, du kannst hier von mir aus irgendetwas machen oder auch nicht. Ich muss auf jeden Fall mal eine Pause machen, weil ich muss aufs Klo und ich habe nichts mehr zu trinken. Und du kannst aber, wir können aber auch einfach eine Pause machen. Also ich kann auch einfach eine Pause machen. Du kannst aber auch hier quatschen, wie du möchtest. Ich mache eine Pause. Fertig. Ich mache eine Pause und ich mache den Chat mal nicht, dann könnt ihr euch am Regen ergötzen. Geh weg, Tina. Wer hat das wohl gesagt? Ich glaube, wenn es Talos nicht wäre, wäre ich nur halb so häufig hier. Ich auch übrigens. Wo ist die Pause hin? Da ist sie. So, zum Abschluss, zum Abschließ am Abschluss. Das machen wir wieder.
Was denn? Magst du mir mein Orc-Metzel-Spiel installieren? Dein was? Mein Orc-Metzel-Spiel. Shadow of Mordor. Kannst du über mein Steam-Account. Das sind doch 30 Gigabyte oder so. Shadow of Mordor habe ich geguckt, sind 30 oder 50 Gigabyte. Deswegen wollte ich fragen, ob das geht. Können wir machen, da ist genug Platz drauf, aber nicht jetzt. Nee, das können wir dann morgen nebenher machen. Okay. Müsste eigentlich gehen, oder? Upload. Das wäre halt auch mal etwas, worauf ich mal so ein bisschen. Download. Dann kannst du mal sehen, wie ich verrecke. Ich gucke einfach mal nach. Das ist ein Spiel, an dem ich regelmäßig scheitere. Shadows. Ach, gibt's das gar nicht bei Steam oder was? Doch. Doch, natürlich, ich hab's auch von. Ja, eben. Shadow of Mordor, oder? Das ist ehrlich gesagt nicht. Schatten über Mordor. Mordor. Mord. Das zweite. Nee, oder? Doch, da, genau. Das hab ich sogar. Hast du sogar? Ich hab's gekauft. Ich hab's gekauft, es ist nur nicht installiert. Ich muss es also nur installieren. Aber das war so groß, deswegen hab ich's nämlich runter. Also dann hab ich's nicht installiert. Wie hat's dann? Ich gucke. 44 GB. Speicherplatz. Empfohlener Speicherplatz 57 GB. Ist ein Speicherplatzproblem? Nein, ich habe also. Ich habe am Anfang habe ich alle Spiele runtergeladen. Mhm. Und dann bin ich hin. Vielleicht ein bisschen viel. Und dann habe ich irgendwann ging es halt, war es kurz vor knapp und dann habe ich halt alle runtergeschmissen und habe einfach nur ein paar draufgelassen. Ja. Und also ist es genug Platz drauf. Keine Sorge, also aber dann müssen wir es einfach. Muss ich es morgen nur installieren? Aber nicht jetzt. Nee, wollte ich, wie gesagt, nur so mal gefragt haben. Ein bisschen das Ork-Metzel-Spiel. Ja. Ein paar Orks-Metzel. Und dabei draufgehen. Das ist das, ich reg mich richtig auf, Spiel. Der Billy-Lieferant kommt. Ich nehme eins. 45 GB Shadows of Mordor ist großartig, wenn auch viel zu leicht. Wie gesagt, viel ich zu gerade leicht? Eben. Wer sagt das? Ich habe es zu 100% durchgespielt mit allen DLCs. Die DLCs habe ich noch nicht alle durch. Ich spiele zurzeit das, wo man den Ring besitzt. Will nicht spoilern, deswegen so beschrieben. Wobei, spoilern würde ich das gar nicht. Ich mochte das Jäger-DLC mit dem Zwerg. Das habe ich nicht. Also scheint ja ganz schön zu sein. Siehst du, ich meine auch das, weil die Jungs das gesagt haben, ich mir das runtergeladen habe. Mhm. Also es ist halt auf jeden Fall ein sehr fieses Spiel, weil du nicht einfach stirbst und wieder neu anfängst. Sondern wenn du stirbst, hat das Konsequenzen. Und zwar meistens beschissen. Wie bei Hellblade. Ja. Ich darf noch viermal, das heißt, ich schaff das nie erstmal durch. Also du kannst bei Shadow of Mordor beliebig oft sterben, aber jedes Mal, wenn du stirbst, wird irgendein Scheiß-Ork befördert und du wirst sozusagen wirklich in der Handlung weit zurückgeworfen. Und darfst wieder 4-5 Stunden länger metzeln. Das ist schon ziemlich hart. Aber möchtest du weiter mit den über Mordor quatschen? Das kannst du gerne machen, aber nein, ich. Nicht, du hast das jetzt angezettelt. Ich habe das jetzt angezettelt und dann darf ich doch nicht mal spielen, sondern muss dann drüber quatschen. Also selbst wenn ich es jetzt runterladen würde. Nee, ist schon gut. Gigabyte. Ist ja schon gut. Keine Erklärungen. Dein Handy. War das Absicht, dass es liegt? Okay. Wieso bin ich tatsächlich so ein Honk? Also ich finde das gerade am Anfang, weil du halt ja keine, also du landest ja in irgendeinem Gebiet und du hast ja nicht irgendwie ein leichtes Gebiet und ein schweres Gebiet, fand ich das doch ziemlich heikel, da nicht alle 2 Minuten zu verrecken und irgendwelche Orks zu befördern. Ja, ich weiß, neben euch fühle ich mich sowieso immer total dämlich, was Spiele angeht, aber da, bei dem Spiel, finde ich, ist zu leicht doch ein bisschen... Bisschen. Also ich habe kein Problem damit, die einzelnen Viecher zu töten. Das Problem ist nur, dass die immer wieder nachkommen. Du kannst ja kein Gebiet freikämpfen. Und je nachdem, wo man dich erwischt, in welcher Situation,
kommt zu so einem Häuptling noch so 30 normale Orks und dann noch irgendein Bogenschütze oder